Hallo und willkommen zu unserem 35. Diktat aus unserer Reihe Deutsch üben. Dieses Diktat wird relativ schwierig, Niveaustufe ca. B2 mit 170 Wörtern, also auch ein bisschen länger. Ihr könnt aber natürlich auch nur einen Teil schreiben. Wie geht das Ganze? Naja, ihr nehmt euch erst etwas zum Schreiben. Dann schreibt ihr den Text, den ich dann diktiere, und am Ende zeige ich euch die Musterlösung und ihr korrigiert eure Fehler, falls ihr welche gemacht habt. Bevor es losgeht, die Satzzeichen müsst ihr bitte selbst ergänzen. Die diktiere ich nicht mit, beim Niveau B2 sowieso. Ihr hört euch zunächst den ganzen Satz an, also ich lese erst den ganzen Satz einmal vor und dann wiederhole ich ihn, sodass ihr mitschreiben könnt und ja, dann kann es losgehen. Thema ist Atlantis. Atlantis, die versunkene Stadt. Und die Überschrift lautet Die fantastische Welt Atlantis. Und du schreibst bitte Die fantastische Welt Atlantis. Die fantastische Welt Atlantis. So, ich lese den ersten Satz vor. Schon immer hat das Schicksal der untergegangenen Stadt Atlantis die Fantasie der Menschen entfacht. Und wir schreiben, schon immer hat das Schicksal der untergegangenen Stadt Atlantis, die Fantasie der Menschen entfacht. Die Fantasie der Menschen entfacht. Nächster Satz. Einerseits scheint es unglaublich, dass es vor über 10.000 Jahren eine große, prächtige und bestens organisierte Stadt gegeben haben soll, in der alle Menschen ohne Not und Sorgen lebten. Und wir schreiben, einerseits scheint es unglaublich, dass es vor über 10.000 Jahren, 10.000 schreibst du bitte als Text, dass es vor über 10.000 Jahren eine große, prächtige und bestens organisierte Stadt. Gegeben haben soll. In der alle Menschen ohne Not und Sorgen lebten. Jetzt kommt der nächste Satz. Andererseits beschreibt der griechische Philosoph Plato das Leben in Atlantis so anschaulich, dass man nicht an eine Erfindung glauben mag. Okay. Andererseits beschreibt der griechische Philosoph, andererseits beschreibt der griechische Philosoph Plato das Leben in Atlantis so anschaulich, dass man nicht an eine Erfindung glauben mag. Dass man
nicht an eine Erfindung glauben mag. Nächster Satz. Kein Wunder, dass sich viele Schatzsucher und Abenteurer auf den Weg machten, um Spuren dieser Traumstadt, die angeblich auf schroffen Felsen über das Meer ragte, Dächer aus Gold und Zimmerdecken aus Elfenbein aufwies, zu finden. Und es geht los. Kein Wunder, dass sich viele Schatzsucher, kein Wunder, dass sich viele Schatzsucher und Abenteurer, viele Schatzsucher und Abenteurer auf den Weg machten, um Spuren dieser Traumstadt, um Spuren dieser Traumstadt, die angeblich auf schroffen Felsen über das Meer ragte, die angeblich auf schroffen Felsen über das Meer ragte, Dächer aus Gold und Zimmerdecken aus Elfenbein aufwies, Dächer aus Gold und Zimmerdecken aus Elfenbein aufwies, zu finden. Komplizierter Satz. Nächster Satz. Aber wenn auch so manche Expedition im Atlantik oder im Mittelmeer ergiebige Funde zutage gebracht hat, so hat man dennoch die versunkene Stadt noch nicht finden können. Und los geht's. Aber wenn auch so manche Expedition im Atlantik oder im Mittelmeer ergiebige Funde zutage gebracht hat, so hat man dennoch die versunkene Stadt noch nicht finden können. Nächster Satz. Konnte eine Naturkatastrophe, wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch oder ein Meteoriteneinschlag, einen ganzen Staat gänzlich auslöschen? Und wir schreiben, konnte eine Naturkatastrophe, wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch, oder ein Meteoriteneinschlag, einen ganzen Staat gänzlich auslöschen. Letzter Satz.
Die Frage über die Existenz dieses mythischen Inselreiches hat jedenfalls schon viele Forscher beschäftigt. Doch bisher hat keine Recherche ein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Und los geht's. Die Frage über die Existenz, die Frage über die Existenz dieses mythischen Inselreiches, die Frage über die Existenz dieses mythischen Inselreiches hat jedenfalls schon viele Forscher beschäftigt. Doch bisher hat keine Recherche, ein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Und das war's. Wir sind am Ende des Diktats. Und jetzt schauen wir uns die Musterlösung an und ihr könnt vergleichen, ob ihr alles richtig habt. Los geht's mit der Überschrift. Die fantastische Welt Atlantis. Fantastisch mit F. Und schon immer hat das Schicksal der untergegangenen Stadt Atlantis die Fantasie der Menschen entfacht. Punkt. Einerseits scheint es unglaublich, dass es vor über 10.000 Jahren eine große, prächtige und bestens organisierte Stadt gegeben haben soll, in der alle Menschen ohne Not und Sorgen lebten. Punkt. Andererseits beschreibt der griechische Philosoph Plato das Leben in Atlantis so anschaulich, dass man nicht an eine Erfindung glauben mag. Punkt. Kein Wunder, dass sich viele Schatzsucher und Abenteurer auf den Weg machten, um Spuren dieser Traumstadt, die angeblich auf schroffen Felsen über das Meer ragte, Dächer aus Gold und Zimmerdecken aus Elfenbein aufwies, zu finden. Punkt. Ziemlich kompliziert. Aber wenn auch so manche Expedition im Atlantik oder im Mittelmeer ergiebige Funde zutage gebracht hat, so hat man dennoch die versunkene Stadt noch nicht finden können. Punkt. Konnte eine Naturkatastrophe, wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch oder ein Meteoriteneinschlag, einen ganzen Staat gänzlich auslöschen? Fragezeichen. Und die Frage über die Existenz dieses mythischen Inselreiches hat jedenfalls schon viele Forscher beschäftigt. Doch bisher hat keine Recherche ein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Punkt. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, du hattest alles richtig. In jedem Fall bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und das Mitmachen und wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg beim Deutschüben.